Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Ich kann nicht mehr.
Schließlich erblickte die Königin am Horizont lyrische Banner, die im Wind flatterten. Endlich, sagte die Königin lächelnd. Mewe beschloss, mit dem Kommandanten zu sprechen, einem Baronet Eldar. Sie begegnete ihm zum ersten Mal und war beeindruckt von dem jungen Mann. Doch anstatt Eldar zu den gegnerischen Truppenbewegungen zu befragen, erkundigte Renar sich nach Trivialitäten. Und wie geht es dem werten Vater? Ist er bei guter Gesundheit? Ja, bis auf eine Beule, die er sich bei der Jagd zugezogen hat. Aber er jammert nicht. Ich richte ihm aus, dass du nach ihm gefragt hast. Mewe war über diese Trivialitäten verärgert und gab ihrem Pferd die Sporen. Als Eldar und seine Männer weit genug zurückgefallen waren, nahm sie Renar beiseite. Renar, das ist nicht die Zeit für Höflichkeiten. Wir sind im Krieg. Ja, und in Kriegszeiten sollte man alles hinterfragen, Majestät. Auch Namen. Komm zum Punkt, Renar. Eldars Vater ist letzten Monat gestorben. Ein Sohn sollte sowas doch wissen. Aber das heißt ja... Oh, der Bastard! Sein Akzent war makellos. Ich fürchte, er bildet da keine Ausnahme. Nilfgaardische Spione sind stets gut vorbereitet. Sag mir, wie du es bemerkt hast. Er trägt keinen Trauerflor an der Rüstung. Trüge er einen? Hätte ich es wohl nicht erraten. Was sind eure Befehle, Herren? Sollen wir diese Schauspieler beobachten? Stell einen Trupp zusammen und lass unsere neuen Verbündeten von ihm beobachten. Ungesehen. Wie ihr wünscht, Majestät. Renars Späher taten wie geheißen und beobachteten die falschen Lyrier aus dem Verborgenen. Kurz darauf kehrte ein Späher mit der Nachricht zurück, dass die Betrüger auf die Rastburg zuhielten, die weit im Norden lag.